Herzlich willkommen zurück zum neuen Part von... Oh, warte mal, ich werde angerufen. Warte mal, was? Das ist Denise. Das war doch... Das, im letzten Part, ich weiß, da war es schon ein bisschen her. Aber doch noch nicht so lang, dass jetzt aus der Tochter hier... Warte. Eine erwachsene Jugendliche geworden ist. Die war doch im letzten Part noch ein Baby. Wie schnell geht das, bitteschön? Hä? Ich bin... gerade mehr als nur verwirrt. Was in alles in der Welt geht hier ab? Aber okay, ja, machen wir. Dann will ich eigentlich nicht, dass es auf die Reise geht. Dann lassen wir es alleine wohnen. Weil ich will, dass es hier bleibt. Wenn dir nicht allein leben soll, wirst du sie danach nicht mehr freisecken können. Ja, weil es viel passt, als es ja eh nicht so wirklich ist. Bleibt hier leben. Und sich als Einwohnerin von Gamercouts registriert. Ist das nicht schön? Ah, das passt. 13, das weiter war. Das ist jetzt gerade mal ein Monat her und sind nicht erwachsen oder ein Kind. Okay, aber... trotzdem. Also, dann ist es halt auch Vorname. Denise. Denise. Das Nachname hat es. Ein... Gamercouts. Schön. Das will ich auch hoffen, dass hier nicht so viel Mühe gemacht wird. Das geht gar nicht hier. Das wird natürlich auch gehofft, dass das passiert. So, und was gibt's als Erinnerung? Ui. Ja, oh mein Gott. Und da haben wir sie, den Endscreen. Boah. Wir haben alles erreicht, was wir hätten erreichen wollen. Wir haben eine wunderbare Familie gegründet mit einem Baby, was herangewachsen ist. Wir haben quasi auch alles erreicht, was man in diesem Game erreichen sollte. Wir haben ein paar Mies reingebracht, hatten ein paar schöne Pate, eine schöne Zeit. Natürlich könnten das Let's Plays noch länger in die Länge ziehen, aber wir haben Endscreen erreicht. Und damit auch das Ende, das zumindest vorerste Ende von diesem Let's Play. Ich bin mir sicher, es wird in irgendeiner Form weitergehen, wenn wir eine vergrößerte Community haben. Aber fürs Erste bedanke mich in diesem Sinne beim Zuschauen und Mitmachen. Und diesem Let's Play, vor allem wenn ihr eure eigenen Kids hier reingesendet habt, mit den paar schönen Bildern, sage ich jetzt, macht's gut. Und ciao!